Der Verlauf des gestrigen Handelstags hat gezeigt, dass wahrscheinlich die Bärenmarkt-Rallye jetzt ein Ende findet, dass wir jetzt den Hochpunkt erstmal dieser Aufwärtsbewegung seit 3 Wochen gesehen haben, dass jetzt schwierigere Zeiten auf den Markt wieder zukommen. Und das hat mit der Fed zu tun, denn man ist sehr, sehr optimistisch. Auf der einen Seite sagt man sich, boah, wir schauen uns mal die Arbeitsmarktdaten letzten Freitag an, die sind doch gut gewesen, also wird die Wirtschaft wahrscheinlich doch nicht in eine Rezession abgleiten. Erste falsche Annahme aus meiner Sicht. Und die zweite falsche Annahme besteht darin, dass man sich sagt, naja, die Fed wird schon sehr, sehr bald umsteuern, die Zinsen nicht mehr stark anheben, sondern dann eher wieder senken, schon Anfang 2023. Und auch das ist wahrscheinlich eine falsche Annahme. Und das dürfte bald rauskommen, dass diese beiden Annahmen falsch sind und dementsprechend diese Bärenmarkt-Rallye beenden. Schauen wir uns zunächst mal das Geschehen an den Märkten an. Was Sie hier in der zweiten Sparte von rechts sehen, ist das Volumen, das Handelsvolumen bei dem SPY, also dem S&P 500 ETF, 52 Millionen Kontrakte. Gestern oder vorgestern waren es 58, davor 45. Also das sind Volumina, die ja schon kaum mehr greifbar sind. Normal hat man fast das Doppelte pro Tag. Etwa wenn wir uns mal anschauen, noch Mitte Juli, da waren wir bei 90 Millionen Kontrakten. Jetzt sind es so knapp über 50 im Durchschnitt. Es ist also sehr, sehr dünn. Wir haben einen sehr sommerlichen Handel, auch diese Rallye. Insgesamt unter vergleichsweise dünnem Volumen, wie gesagt, das liegt auch schlichtweg am Sommer. Wenn wir uns gestern die Performance mal anschauen, was ist da eigentlich passiert, sehen wir einige Sektoren ein bisschen besser, aber es ist nicht wirklich wahnsinnig viel passiert, scheinbar. Aber wie gesagt, wir haben gestern eine wichtige Information bekommen aus meiner Sicht. Jetzt die 5 der letzten 6 Handelstage, die im August stattgefunden haben, waren negativ, fühlt sich nicht so an, ist aber so. Wir sind also jetzt sozusagen nicht mehr dynamisch auf dem Weg nach oben, auch wenn wir gestern nochmal ein neues Verlaufshoch im S&P 500 gesehen haben, aber dann kam dieses Reversal. Insgesamt jetzt ein Anstieg des S&P von den Unities von 14,6%. Das ist schon mal die größte Bärenmarkt-Rallye des Jahres 2022. Und wenn wir unten mal die Bärenmarkt-Rallyes der letzten Jahre und Jahrzehnte sehen in dieser etwas seltsamen Grafik, aber da sehen Sie, dass wir eben jetzt so bei 15% roundabout gekommen sind. Es hat in der Geschichte schon noch kräftigere Bärenmarkt-Rallyes gegeben, aber das ist auf jeden Fall schon mal durchaus etwas, was so um und bei im Durchschnitt bis oberen Durchschnitt liegt. Also auch von dieser Seite her wäre eigentlich die Voraussetzung erfüllt, dass jetzt erst einmal fertig ist. Warum sind wir gestiegen? Erstens Unterpositionierung von vielen Investoren, zu viel Negativität, Stimmung zu schlecht etc., dann passiert das Gegenteil und wir sehen vor allem Short Squeezes hier, die Most Shorted Stocks, Tech Basket über die letzten 9 Tage jetzt in Folge gestiegen, also das ist wie gesagt ein Short Squeeze. Wir haben dann gesehen, dass gestern etwa die Meme Stocks wieder angesprungen sind wie eine Bed Bath & Beyond, die massiv zweistellig hatte zulegen können, ich glaube über 60% oder irgendwie sowas, ja. Auch zweistellig, dann AMC, GameStop, also so typische Zeichen, dass da so langsam wieder ein bisschen die Sicherungen durchdrehen. Und hier nochmal der Beleg, Most Shorted Stocks sind jetzt seit dem Juni-Tief durchschnittlich um 25% gestiegen, waren schon fast bei 30%. Das tut weh, da werden manche praktisch auf dem falschen Fuß erwischt. Wir sehen jetzt auch, dass das Short Interest im S&P, also praktisch die Positionierung, Short-Positionierung im S&P jetzt so hoch ist wie seit 2 Jahren, nicht mehr, nach wie vor relativ gering mit 1,7%, aber man sieht, da haben sich viele abgesichert, die haben gesagt, oh, das ist uns alles zu gefährlich, wir haben eine Rezession und die Fed, die hebt die Zinsen in eine beginnende Rezession an. Da wollen wir nicht mitspielen, alle sind rausgegangen oder viele sind rausgegangen oder haben sich abgesichert, haben ihre Long-Portfolios abgesichert oder sind gleich short gegangen, wie vor allem Hedgefonds und die mussten sich dann eindecken. Hier sehen wir nochmal etwa die Positionierung beim S&P Future, sehr, sehr negativ. Das hat natürlich dazu geführt, dass hier einige wahrscheinlich tief verkauft haben, jetzt eindecken mussten, weil einfach der Schmerz zu groß wurde. Wir sehen die CTA Equity
Exposure, also was praktisch amerikanische Vermögensverwalter so an Exposure, an praktische Beteiligung am Aktienmarkt haben, war extrem niedrig, musste dann raufgefahren werden. Die kommen unter Druck, wie alle Vermögensverwalter. Wenn die Aktienmärkte steigen, musst du dabei sein. Wenn sie fallen, kannst du weiter dabei bleiben, weil die anderen kriegen auch auf die Mütze. Das ist die Logik. Jedenfalls sehen wir Unterinvestitionen etwa bei CTAs, bei Hedgefonds, Short-Positionierung und bei Market Makern sehen wir die sogenannte Long Gamma Dealer Positioning wieder am Start. Die Market Maker müssen sich ja absichern, die verdienen an den Verlusten des Kunden. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt die Märkte stark fallen, dann müssen sie oder sind sie in der Regel gezwungen, selbst Short-Positionen zu eröffnen. Diese Short-Positionen der Market Maker sind jetzt gedreht worden. Auch das ein wichtiger Grund für die Rallye, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Also es spielen da ganz verschiedene Faktoren mit rein und dann kommt die bullische Erzählung obendrauf. Nein, wir werden keine Rezession bekommen oder zumindest in absehbarer Zeit nicht. Ja, die Fed wird bald aufhören, die Zinsen anzuheben. Ja, wir haben jetzt den Schlimmste hinter uns. Der Bullenmarkt hat begonnen. Das sind dann die Narrative, die immer rumgereicht werden, die aber natürlich in der Regel dann zum falschen Zeitpunkt kommen. Einer, der solche Narrative immer wieder vertrieben hat gewissermaßen, ist Marco Kolanovic. Der sagt jetzt also, ich schichte um in Commodities. Unsere Risk Exposure wird ein bisschen umgeschichtet von Aktien in Commodities. Kolanovic hatte ja ungefähr 7328 Mal gesagt, buy the dip, buy the dip. Irgendwann hat auch mal Kolanovic recht, eben jetzt mit diesem Dip, wenn er ihn denn gekauft hat. Oder wahrscheinlich war er noch so unter Wasser von seinen vorherigen Dipkäufen, dass da gar nicht mehr viel Potenzial war. Weiß ich nicht. Jedenfalls sagt er, ich bleibe bullish, aber wir denken, dass eben die Aktien jetzt überproportional gut gelaufen sind im Vergleich zu anderen Assets, wie etwa Rohstoffen sehe ich auch. Die Rohstoffe sind ja massiv teilweise unter Druck gekommen. Also der Überbulle, der reduziert jetzt ein bisschen seine Exposure zu Aktien und shiftet das um zugunsten von Rohstoffen. Die Arbeitsmarktdaten, die geben einerseits, die wir jetzt gesehen haben letzten Freitag, geben einerseits Grund zu Optimismus, weil man sich sagt, naja, die Wirtschaft steht doch nicht so schlecht da, aber auf der anderen Seite heißt das für die Fed, oh, wir müssen stärker agieren. Jetzt sagt die Citi, ja, es könnten sogar 100 Basispunkte sein. Jetzt bei der September-Sitzung glaube ich persönlich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt eben wieder deutlich über 60%, dass die Fed doch einen großen, einen ganz großen Schritt von 0,75% dann machen wird. Dann auf 3 bis 3,25% die Zinsen. Aber hier sehen wir, und das ist das eigentliche Thema dieses Videos, meine Damen und Herren, wann steuert die Fed um? Blicken wir einfach mal in die Geschichte, dann sehen wir hier auf der einen Seite die Arbeitslosenquote, hier schwarz, da sehen wir, die ist in letzter Zeit nach dem Corona-Crash oder der Corona-Krise massiv gefallen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 3,5% laut den Daten am letzten Freitag, zumindest die offizielle Arbeitslosenquote. Und dann haben wir die Headline Inflation, die liegt über 9%. Morgen kommen ja die neuen frischen Daten, da die Erwartung 8,7%. Und wir haben auf der anderen Seite die Zinsen. Unten hier orange und da oder rot oder was weiß ich, gell? Formblind, ich konnte es eh nicht. Also es heißt drum, unten jedenfalls, diese Grafik zeigt die Fed Fund Futures und wir sehen die, nicht die Fed Fund, die Leitzinsen der Fed, wenn man so will. Und da sehen wir, dass immer dann eine Umsteuerung der Fed passiert, wenn sich diese Linien zwischen Arbeitslosenquote und Inflation kreuzen. Und diesmal kam die Inflation von unten, die Arbeitslosenquote von oben, die Arbeitslosigkeit verringerte sich, die Inflation ging nach oben, bums, zu dem Zeitpunkt, als diese Kreuzung war, dieser Linien, hat die Fed reagiert, in dem Fall die Zinsen angehoben oder in Rezessionen, wenn die Arbeitslosigkeit nach oben geht und die Inflation nach unten geht, dann senkt sie die Zinsen. Also das ist sozusagen jetzt mal so ein Maßstab dafür, wann die Fed reagiert. Sie regelt dann, wenn sich diese Linien kreuzen, wenn also erkennbar ist, bups, der eine
zum Beispiel die Arbeitslosigkeit geht nach oben, die Inflation nach unten im Falle einer Rezession oder Inflation geht nach oben, Arbeitslosigkeit nach unten, dann ist es Zeit, die Zinsen anzuheben. Und hier sehen wir eben diese ziemlich große Lücke zwischen diesen beiden, die sich jetzt nochmal vergrößert hat, wird sich vielleicht jetzt nicht mehr vergrößern nach den Daten, die wir dann morgen sehen, aber auf jeden Fall ist die Lücke noch relativ groß. Das heißt, es wird noch relativ lange dauern, es muss noch sehr viel passieren, bis die Fed wirklich dann erstmal sagt, okay, jetzt hören wir auf mit Zinsanhebungen, jetzt machen wir Schluss, da muss schon einiges noch kommen. Da sind die Märkte nach meiner Auffassung zu früh. Hier sehen wir mal den S&P 500, der eben auf diese Widerstandszone gelaufen ist, diese kurz gestern hat überwinden können. Diese geschlängelte Linie, das ist der 5-Tages-Durchschnitt, der immer wieder sehr wichtig ist, der immer wieder Signale, Kauf- oder Verkaufssignale gegeben hat. Die haben wir gestern per Tagesschluss nochmal verteidigen können, ganz knapp. Wird das heute nochmal gelingen? Das ist die Frage und vor allem wird es morgen gelingen, wenn die Inflationsdaten kommen, auf die die Märkte warten. Hier sehen wir nochmal diese Entwicklung im S&P 500. Dieses leichte Überschießen des Hochs ist oft ein Zeichen, dass da die Leute sozusagen schon auf die falsche Fährte gelenkt werden. Scheinbar überwindet man diesen Widerstand, dann müssen manche Leute eindecken, ihre Short-Position, andere kaufen und dann passiert das Gegenteil. Hier sehen wir nochmal die gestrige Kerze oder sehen hier die letzten Tageskerzen. Hier sehen wir eigentlich eine potenzielle Umkehrkerze im S&P 500. Gestern hatten wir dort das Tagestief bei 4129 Punkten. Wenn das durchgeht, wenn wir das heute unterbieten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir eben jetzt diese Trendwende jetzt wieder gesehen haben, nach dem fulminanten Anstieg, wie gesagt, von fast 15% im S&P 500. Und was ich vorhin gesagt hatte zu den Meme-Stocks, zu Bed Bath Beyond, AMC, GameStop etc. Wir sehen, dass die Retail-Trader jetzt deutlich erfolgreicher sind in den letzten Tagen als die Hedge-Funds, nämlich so erfolgreich wie zuletzt Januar 2021 und Januar 2021, das war ein Hochpunkt an den Märkten, kann diesmal anders kommen, aber jedes Mal, wenn plötzlich die Retail-Investoren, die Privatinvestoren so extrem erfolgreich sind, weil ihre Aktien, ihre Müllaktien durch die Decke schießen, dann ist wieder Vorsicht angesagt. Schauen wir uns mal die Performance an von Equities, Commodities und Bonds in einer Hochinflationsphase oder in einer Phase von relativ hoher Inflation. Da sehen wir, am Anfang laufen die Aktien gut. Dann relativiert sich das im späteren Zeitpunkt. Da ist dann kaum mehr etwas an Outperformance bei Aktien zu sehen. Dagegen laufen dann vor allem Commodities gut. Und sobald die Rezession dann da ist oder in einer Rezession, sind die Aktien dann in der Regel deutliche Underperformer. So weit sind wir noch nicht, zumindest offiziell nicht, sind wir nicht in einer Rezession, obwohl wir zwei Quartale ja jetzt negativ gewesen sind. Wir sind in einer neuen Ära, kann man vielleicht sagen. Vorher war das Kapital immer auf der Suche nach Ideen. Jetzt ist das Kapital auf der Suche nach Real Assets, also nach realen Assets, die man anfassen kann, könnte man sagen, eher als auf der Suche nach Ideen. RIP, Big Bull Market, also Ruhe in Frieden, großer Bullmarkt, seit 1982 hat er gedauert bis 2022, naja gut, war Finanzkrise dazwischen, nein, war der Dotcom Crash. Jetzt sind wir aber vielleicht doch in einer neuen Phase, eben in Zeichen der Globalisierung. Hier sehen wir mal so ein paar Regime Changes, ein paar Wechsel, die hier stattgefunden haben, von Quantitative Easing zu Quantitative Tightening, von Volatilitätsrepression, Unterdrückung von Volatilität an den Märkten, zu jetzt Volatilität an den Märkten, von Deregulierung zu Interventionismus, von Globalisierung zu Isolationismus, von Stock Buybacks zu Wealth Taxation, also die Besteuerung von Wohlstand, von Credit zu Commodities, von Tech zu Energy, von Large Cap zu Small Cap und so weiter und so fort, von Frieden zu Krieg, von Deflation zu Inflation. Das sind so die Parameter, die vielleicht jetzt für dieses Jahrzehnt dann typisch werden könnten. Zunächst aber eben Erleichterung jetzt und vielleicht Hoffnung für die Bullen morgen in Sachen Inflationsdaten, dass eben die Spritpreise in den USA deutlich gefallen sind. Wir sehen jetzt die Spritpreise in den USA nur noch knapp durchschnittlich über 4 Dollar die Gallone. Das ist der niedrigste Stand seit 5 Monaten. Könnte man vielleicht morgen in den Zahlen sehen.
Wir werden sehen. Auf der anderen Seite gibt es Parameter, die auf eine anhaltend hohe Inflation hindeuten. Und einer hat ein Problem, das ist unser ehemaliger Präsident, der Donald, Donald. Und dort hat das FBI jetzt Mar-a-Lago untersucht oder geradet, also praktisch eine Hausdurchsuchung gemacht. Es geht um Dokumente, die verschwunden sind während der Trumps Amtszeit. Angeblich hat man auf der Toilette hier einiges gefunden, ist noch nicht bestätigt, aber das ist sozusagen jetzt wichtig, eben im Vorfeld der Zwischenwahlen in den USA. Wird sich Trump da jetzt nochmal positionieren als Präsidentschaftskandidat der Republikaner? Ja oder nein? Mein Favorit, oder ich glaube, dass es DeSantis werden wird, der Gouverneur von Florida. Noch zwei Hinweise, meine Damen und Herren. Kommt Krieg, Taiwan, die Lage zwischen USA und China aus spieltheoretischer Sicht, ja? Wer hat was zu verlieren? Wie sind da eigentlich die Karten gemischt? Erste Empfehlung mit einem Video von Christian Rieck, falls Sie es noch nicht gesehen haben. Und zweite Empfehlung, Gasspeicherbefüllung. Derzeit Riesenschritte. Es geht voran mit der Gasspeicherbefüllung. Man ist vor dem Zeitplan. Was das für uns bedeutet, ist klar. Wir könnten dann doch nicht einen allzu unangenehmen Winter erleben. Also das eigentlich auch für jeden interessant. Zwei Empfehlungen also heute an Artikeln. Und jetzt wünsche ich erstmal das Beste. Wir sehen uns heute zum Marktgeflüster. Ich sage Servus und Ciao.